Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipos Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit dem Video von dem Kind, das von einem Monster unter das Bett gezogen wird. Vielen Dank an den YouTuber Christian Ückert für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Filmdaten. Das erste Hochladedatum war 2012. Das Video hat fast 800.000 Klicks. Die Auflösung beträgt HD, also 1280x720 Pixel, bei 29 Bildern pro Sekunde. Die Datenrate beträgt ca. 1150 Kilobits. Die Dauer des Videos beträgt 30 Sekunden. Filminhalt. Ein kleines Mädchen spielt auf dem Teppich vor dem Bett. Plötzlich erscheint eine Klaue unter dem Bett, tastet sich langsam auf das Mädchen zu und zieht es blitzschnell unter das Bett. In der Videobeschreibung ist zu lesen, dass dies eine Überwachungskamera war und das Kind anschließend nie wieder gesehen worden ist. Logik. Wenn es das berühmte Monster unter dem Bett wirklich gäbe, müssten doch mehr Kinder spurlos verschwinden und man würde dies auch häufiger durch die Medien erfahren. Das ist glücklicherweise nicht so. Außerdem, wie soll ein so großes Monster unter das Bett passen? Okay, es könnte ein Tor zu einer anderen Welt sein. Filmanalyse. Die Filmanalyse kann ich mir nach langer Recherche heute mal besonders einfach machen. Linda Lee Rose betätigt sich als Reporterin, die schon einige bekannte Schauspieler interviewt hat. Hey, it's me, Linda Lee, and I'm here at the Universal City Walk to see the season 10 premiere of Doctor Who. Come on, let's go! An einem drehfreien Tag der Linda Lee Doctor Who Review wurde dieses kurze Video innerhalb von einer Stunde für ihre Freunde von Blackbox TV gedreht. Die Gruselgeschichte hinter dem Video ist also eindeutig ein Fake. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. Falls du ein bestimmtes Video von mir analysiert haben möchtest, kannst du mir gerne den Videolink schicken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipos Paranormal Scanner. Hier in der Mitte kannst du dir ein Abo verpassen und rechts und links sind eventuell weitere interessante Videos von mir.